toll, oder? Du denkst, jetzt startet sofort eine Cutscene, aber nein, das Spiel gibt dir nochmal die Chance, dein Team auszutauschen. Nur campen darf ich jetzt nicht mehr. Warum auch immer. So Fatales oder Bob? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe auch schon wieder komplett vergessen, was Olivia für Pokémon hat. Im Zweifel Mo. Würde ich mal sagen. Sei auf alles gefasst, Lee. Ja, aber ich werde jetzt nicht abspeichern. Nur für den Fall, dass ich nochmal alles aufnehmen muss. Denn ich spiele das Spiel garantiert kein viertes Mal durch. Dafür ist das eindeutig nicht gut genug. Aber ich kann mich nochmal umsehen. Willkommen auf dem Stockwerk des Liga-Präsidenten. Hier wird sich nicht umgesehen. Wir befinden uns hier in einer Höhe von 300 Metern. Es ist euch also tatsächlich gelungen, mein Sonderkommando aus dem Weg zu räumen. Und das offenbar ohne große Mühe. Ich hätte es wissen müssen. Immerhin hat der Champ so großes Potenzial in euch gesehen, dass er euch auf eine Empfehlung, dass er euch eine Empfehlung ausgestellt hat. Aber hier endet euer kleiner Ausflug. Ihr geht jetzt brav wieder nach Hause. Denn eines sollte euch mittlerweile klar sein. Ich lasse es unter keinen Umständen zu, dass ihr den Liga-Präsidenten stört. Dich nehme ich mir zuerst vor, Hilary Lee aus Furlongham. Wenn ich dich besiege, wird der Champ völlig am Boden zerstört sein und dem Liga-Präsidenten aus der Hand fressen. Ah! Olivia, die leicht durchgeknallte und dadurch extrem sexy gewordene Semi-Anführerin von Makrokosmos, fordert mich heraus. Na dann mal los. Und Frau Stage, hallo, Süßes. Na, da hätte ich ja doch lieber mit Fatales kämpfen müssen. Oh, ich will gegen keinen Frau Stage antreten. Die sind immer so niedlich. Ich meine, guckst dir an. Ein Kimono und so einen kleinen Blick. Ich meine, ja, es stiert die Seelen von Männern, aber ist mir doch egal. Es ist so süß. Egal. Ja, ich wollte gerade gucken, was man da so machen kann. Was kann man da so machen? Ein Abschlag vielleicht? Ja, doch, ich hab wirklich Lauchball genommen beim letzten Mal. Da habe ich ganz großkotzig einen Durchbruch habe ich probiert. Bei Frostage, weil ich mir dachte, das ist ein Eis-Pokémon, vielleicht bringt's ja was. Und dann fiel mir auf, als die Attacke durch das Pokémon durchgegangen ist. Aber warte mal. Das ist ja ein Geister-Pokémon. Ups. Also Abschlag. Versuchen wir es gleich mit Abschlag. Na, du traust dich ja was. Wie kannst du es wagen, nur einem Pokémon sowas anzutun? Nee, 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 nee. Oh, Sauchboy, noch ein Abschlag. Und tut mir leid, Frosty. Du hattest die Chance, deine Seele auszusaugen, aber... Ich kann nichts dafür, wenn er sich auch wehrt. Aber die Verbrennung ist so gar nicht geil. Als nächstes Fluial. Ah ja, richtig, genau. Das war das Nutten-Pokémon. Da kann ich gegensetzen. Femme Fatale gegen Bordsteinschwalbe. Wir müssen jetzt nicht diskutieren, wer besser ist, oder? Los, Feuerpeitsche. Scheint sie ein bisschen in Verlegenheit zu bringen. Solche Dominanz ist sie nicht gewohnt. Boah.
aber schon Masochist. Sadist, ich bin mir gar nicht sicher. Beides wahrscheinlich. Volltreffer, hättest du nicht eben machen können, Fatalis? Das wäre viel cooler gewesen. So ein Peitschenhieb und weg mit der Tante. Mo ist ganz schön nah dran an dem Level. Milotic, ich würde gerne Mo auspacken. Oder nee, warte, ich nehme mal lieber Bob. Ich bin mir bei Milotic nicht so ganz sicher, ob das nicht nach hinten losgeht, fürchterlich. Jo. Aber ich will es eigentlich gar nicht angreifen. Ich meine, guck's dir an, wie süß es ist. Weil es ist ein Milotic. Natürlich ist es süß, aber... Na, dann mal los. Da. Ein Overdrive und weg mit ihr. Also Bob benutze ich auch mehr als Elektro-Pokémon als das Gift-Pokémon, oder? Weil wann brauchst du mal ein Gift-Pokémon? Wenn ich ein Gift-Pokémon brauche, habe ich auch Fatalis. Das ist irgendwie lustig. Die beiden Giftviecher, die ich im Team habe, sind so beide... Ja, eigentlich habt ihr andere Funktion. Oh, Mo, 64. Mario 64. Huhu. Ein Amphierer. Oh. Das wird jetzt Mr. Chills Härtetest. Wird er gegen die Femme Fatale bestehen? Mr. Chill, bitte. Nein, allein der Kampf war es wert, glaube ich, damit wir hier nochmal den ganzen Kram spielen. Weil der fetzt irgendwie. Der ist jetzt nicht schwer, aber sie hat coole Pokémon, finde ich. Bis auf das letzte. Das letzte Pokémon, was sie hat, ist total für die Tonne. Aber die anderen gehen eigentlich. Gut, bis auf Frobalia. Aber Milotic, Fatalis, also Amphira und Frostege, kann man machen. So, Präzisionsschuss, ja, oder? Mitten ins Herz. Du lässt dich doch nicht von der kleinen Dame da verführen. Du hast Training darin. Setz dich durch, Spion. Und weg. Schade um die Kleine, aber egal. So, wir hatten noch nicht gekämpft. Sarah und Mo, ne? Jetzt schicke ich als nächstes Mal Sarah in den Kampf. Ja, ich weiß, Deponitox. Wir machen jetzt mal ein wenig japanisches Theater. Jetzt kommt nämlich Sari als Verkörperung der Umwelt. Das ist mein letztes Pokémon? Echt? Ich drehe gleich durch. Also Sari hier als Verkörperung der Umwelt. Und Deponitox als Verkörperung der menschlichen Vermüllung des Planeten. So seht, was passiert. Möchtest du etwas Großartiges sehen? Giga Dynamax auf mein Toxi. Wachse, mein Monster. Es ist so ekelhaft, ich hasse es. Wie kann eine so bezaubernde Frau wie du so einen Dreckhaufen mit sich rumschleppen? Wenn du mir jetzt sagst, es kommt auf die inneren Werte an. Okay, er hat ein Flugzeug, er hat ein Boot, ich verstehe es schon. Die Pixie-Puppe da, Pipi-Pixie-Pipi, ist eine Pipi-Puppe. Die ist nicht so geil. Die von Lavita hingegen schon irgendwie. Das Auto, ja gut, er hat ein Auto und ein eigenes Familienhaus. Von daher, ich verstehe schon. Wow, hast du keine Giftattacke oder was sollte das jetzt werden? Wieso greifst du Sarah mit einer nicht effektiven Attacke an? Bist du bescheuert? Okay, da das nur 3 Runden hält... Stufe 2 des Theaters. Godzilla betritt das Feld. Theoretisch hätte die Erde jetzt ausgelöscht werden müssen durch einen mächtigen Giftangriff. Aber die Frau weiß nicht, wie man Pokémon-Kämpfe abhält. Ich zeig dir meine Attacke, mit der ich schon vor meinem Imagewechsel erfolgreich war. Giga-Gestank. Mo wurde vergiftet. Mhm. Soll ich dir jetzt noch eine Runde geben, oder? Ach, weißt du, nö.
deiner Würm auf 140. Das sollte ausreichen. Na dann, Godzilla. Walte deines Amtes. Also erstmal steigt er aus dem Meer empor. Dazu muss Maxax hier mal kurz groß werden. Also los, Mo, Rolle deines Lebens. Jawoll. Guck dir den kleinen Dreckshaufen da an. Weiher, ey. Ein Sandsturm kommt auf. Los, Dynaworm! Ja, so viel dazu. Godzilla gewinnt immer. Das ist die Moral der Geschichte. Auch wenn es die Erde diesmal überlebt hat. Ich meine, hat sie in dem anderen Versuch auch. Nur da habe ich den Kampf eine Runde kürzer gemacht, weil ich Olivia noch ein bisschen ausreden lassen wollte. Hast du gut gemacht, Mo. Verloren. Ach, Olivia, du bist echt zum Nichts zu gebrauchen. Die Arme. Kann sie mal bitte jemand in den Arm nehmen? Das wäre jetzt vielleicht angebracht. Wie ist denn das möglich? Wie konnte ich deine Stärke so unterschätzen, obwohl du dich bei der Arena-Challenge so gut geschlagen hast? Ihr könnt euch glücklich schätzen. Normalerweise würde ich euch noch weiter das Leben schwer machen. Aber wir haben alle Wunschsterne, die wir brauchen. Da dürft ihr tun und lassen, was ihr wollt. Ändern könnt ihr eh nichts mehr. Wow, du bist einfach nicht aufzuhalten, Lee. Und diese Theatervorstellung, einsame Spitze, damit solltest du mal auf die Bühne gehen. Wie du deinen Porenta all diese Tricks und Kniffe entlockst, ist echt der Wahnsinn. Aber er hat doch Frostrange nur mit der Geister, also mit der Finsternis, das kriegst du auch hin. Auch wenn er ein Kampf-Pokémon ist, er kann sich gegen Geister wehren. Das war mir wichtig bei seiner Aufzucht, weißt du? Hab immer was gegen deine Schwäche in der Hand. Es ist Zeit, die nötigen Vorbereitungen für den Liga-Präsidenten zu treffen. So, und jetzt warte mal kurz eine Sekunde. Ich muss nämlich mal kurz im Poke-Wiki was nachschlagen. Wo ich mich die ganze Zeit frage, ob ich das irgendwie verpasst habe. Oder ob das woanders war. Okay. Mir war so, als hätte sie irgendwo nochmal so eine Zeile gehabt, die sagt, dass man sie irgendwie auch aus dem Müll befreit hätte. Beziehungsweise, dass sie die Ponytox quasi mit zusammen im Müll gefunden hat. Und sie deswegen das Viech dabei hatte. Weil das andere, was sie hatte, waren ja alle so, ich sag mal, typisch weibliche Pokémon. Aber die Ponytox haut da nicht so ganz hin. Und das war dann wohl irgendwie die Repräsentation dafür, dass sie Rose genauso wie Bertice auch damals von der Straße aufgelesen hat. Weswegen sie genauso fanatisch ihm folgt, wie Betty das tut. Aber egal. Vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Jetzt erstmal diese wunderschön animierte Szene, bei der aus irgendeinem Grund Standbilder sind. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, wieso. Aber egal. Lesen wir doch mal vor. Aber Deleon, ich habe es dir jetzt schon 100-mal erklärt. Willst du mich einfach nicht verstehen? Du als Champ solltest es wirklich besser wissen. Ich verstehe nur zu gut, was sie sagen. Für mich ergibt es aber einfach keinen Sinn, das Turnier morgen abzusagen, um ein Problem zu lösen, das 1000 Jahre in der Zukunft liegt. Kann diese Sache wirklich nicht noch einen einzigen Tag warten?
Als Champ sehe ich es als meine Pflicht an, morgen zu diesem Kampf anzutreten. Die Bürger der Galar-Region und nicht zuletzt ich selbst. Wir freuen uns schon so lange darauf. Dann verstehst du es immer noch nicht. Du verstehst es einfach nicht. Sieh genau hin, Delion. Das ist die Galar-Region. Warte mal kurz, ich spiele mal kurz sentimentale Musik ein, weil diese Stille hier macht überhaupt keinen Sinn in dieser Szene. 3, 2, 1. Sieh genau hin, Delion. Das ist die Galar-Region. In 1000 Jahren wird die Energie, die für das Aufrechterhalten dieses Lichterglanzes nötig ist, völlig erschöpft sein. Doch wenn dieser Tag kommt, werden wir längst nicht mehr am Leben sein. Unsere Zeit hier ist begrenzt. Und genau deshalb zählt jeder einzelne Tag. Je schneller wir handeln, um dieses Problem endgültig aus der Welt zu schaffen, desto besser. Ich will eine bessere Zukunft für alle schaffen, Delion. Verstehe, Liga-Präsident. Das ist das also, was uns in 1000 Jahren erwartet. Ich glaube, jetzt habe ich ein besseres Bild davon, worauf Sie hinaus wollen. Sie haben mein Wort. Ich werde Ihnen helfen, sobald der Champ Cup morgen vorbei ist. Delion! Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht, weil du nicht zu unserer Verabredung aufgekreuzt bist. Ich will nicht schon wieder versetzt werden, normalerweise machen das immer nur Mädchen. Und dich hier zu finden, war alles andere als einfach. Zum Glück hat Ness uns geholfen. Und Mary. Und Team Yell auch. Too much Information, Kleiner. Es tut mir wirklich leid, dass du so viel Ärger wegen mir hattest, Taub. Weißt du, manchmal sind Erwachsene zu stolz, um eine aufrichtige Konversation zu haben und reden stattdessen völlig aneinander vorbei. Macht euch keine Gedanken über all das hier. Lasst uns einfach zum Hotel zurückgehen und uns nach Herzenslust den Bauch vollschlagen. Die Rechnung geht natürlich auf mich. Das will ich hoffen. Ich hoffe, Sie sehen sich die Kämpfe morgen an, Liga-Präsident Rose. Dieses Turnier wird in die Geschichte Galars eingehen. So viel steht fest. Du magst dich damit zufrieden geben, in die Geschichte Galars einzugehen. Aber ich habe vor, die Geschichte zu verändern. Wenn nötig, auch im Alleingang.